Dr. Granville kommt Violetta besuchen und versucht sie zu trösten, indem er ihr die baldige Genesung in Aussicht stellt. Im Gehen vertraut er Anina an, dass Violetta so schwer krank ist, dass sie nur noch wenige Stunden zu leben hat. Violetta erfährt von Anina, dass in den Straßen von Paris Karneval gefeiert wird und bittet sie dann, die Hälfte ihres Geldes zu nehmen und an die Armen zu verteilen. Als Violetta allein ist, holt sie einen Brief von Germain hervor und beginnt ihn leise zu lesen. In dem Schreiben steht, dass sich Alfredo und der Baron duelliert haben, der Letztere dabei verwundet wurde. Der ins Ausland geflüchtete Alfredo ist über Violettas Opfer aufgeklärt worden und wird so früh wie möglich zu ihr kommen, um sie um Verzeihung zu bitten. Es ist zu spät, kommentiert Violetta betrübt vor dem Spiegel und bemerkt dabei die Veränderung, die ihre Krankheit bewirkt hat. Sie singt ein Abschiedslied von allen glücklichen Träumen aus der Vergangenheit und hat eine Vision ihres blumen- und namenlosen Grabes. Lebt wohl vergangene Tage, ist die ergreifende Arie. Thank you.
Yeah.